Hallo und herzlich willkommen zur 11. Folge von Zompiercer. Heute möchte ich mit euch was ausprobieren. Ja, ich weiß, wir hätten eigentlich jetzt, oder wir haben eigentlich noch die Containerstadt auf der Agenda, aber da uns so langsam die Ressourcen ausgehen hinsichtlich Trinken und Essen, also Essen geht noch, aber Trinken wird eng. Wir haben noch genau eine Flasche. Habe ich mir sagen lassen, man kann mit Plastik am Wasser Flaschen mit Wasser auffüllen, also mit schmutzigem Wasser und dann entsprechend abkochen. Ja, toll. Ich würde probieren, ich glaube, da man ja einen Zug hat und auch durchaus mobil ist, würde ich sagen, drehen wir mal um, weil ich weiß aus dem Kopf nur eine einzige Stelle, wo wir Wasser herbekommen können. Und ich würde mal den Rückwärtsgang reinhauen. Und dann fahren wir mal zurück und schauen, ob wir uns nicht schnell mal fix ein bisschen Wasser holen können. Ich würde sagen, ich hole euch gleich wieder dazu. Willkommen zurück. Wir haben einen kleinen. Oh, hoppala. Wir haben einen kleinen Stopp gemacht. Also ich bin ein Stück zurückgefahren, kurz hinter dem Bahnhof, wo man auftanken kann. Und ich habe hier aus dem Fenster geblickt und habe diesen See gesehen. Jetzt dachte ich mir, wir probieren einfach mal. Wir nehmen uns mal ein bisschen Plastik mitnehmen. Vielleicht noch ein bisschen mehr. Wir haben ja ein bisschen was davon. Dass wir uns vielleicht einfach mal so 10, 20 Flaschen Wasser auffüllen. Und mal schauen, ob das funktioniert. Jetzt mal stark davon aus, dass es funktioniert. Man muss hier wirklich ein bisschen die Augen offen halten in der Landschaft. Meine Befürchtung war ja, dass ich jetzt ganz zum Anfang zurückfahren darf. Weil das war so das Einzige an Wasser, was mir so im Gedächtnis geblieben war. Schauen wir mal. Ja, wunderbar. Ich würde sagen, wir machen uns gleich mal 20 Flaschen mit Wasser voll. Oder wir machen uns alle voll und kochen uns dann Kartoffeln und frisches Wasser. Wunderbar. Bin begeistert. Ja, manchmal ist das so einfach. Man glaubt es gar nicht. So. Wie viel haben wir? 32. Ich würde sagen, 40 wäre gut. Wobei, wir machen einfach alle voll. Falls wir Plastik brauchen, trinken wir einfach was. Ja. Spitze. Jetzt bin ich ein bisschen erleichtert. So. Gut, dass wir den Zug aufgetankt haben. Dadurch haben wir wirklich die Möglichkeit, auch ein bisschen rum und um zu fahren. So, dann schmeißen wir da gleich mal. Ah, wunderbar. Dann koche ich hier jetzt mal ein paar Flaschen Wasser ab und ein bisschen gekochte Kartoffeln. Und sobald das durchgelaufen ist, seid ihr wieder dabei. Bis gleich. Nach einer gefühlten Ewigkeit des Kochens war es aber sehr, sehr, sehr erfolgreich. Wir schauen mal. Neunmal gekochte Kartoffeln und 17 Flaschen Wasser. Da hauen wir uns doch gleich mal eine rein.
Oh, wunderbar. Und wir haben noch 20 Flaschen übrig. Schnabulieren wir nochmal Töfkens. Ich würde sagen, unglaublich. Hätte man auch früher drauf kommen können. Gut. Ich habe mir noch zwei weitere Schränke gemacht, weil ihr habt ja sicherlich schon gemerkt, der Platz in den Schränken ist wirklich sehr, sehr, sehr begrenzt. Hier unten steht es. 80 Kilo, 75 sind schon drin. Ich habe mir überlegt, ich muss die Sachen noch ein bisschen umräumen, weil hier sind jetzt ein bisschen Materialien drin. Hier. Den letzten Schrank hier nutze ich quasi so als ja, Müllhalde. Ich habe noch einen zweiten Hammer gemacht, da der Hammer zwischenzeitlich den Geist aufgegeben hat. Ach, ich könnte gleich mal die Taschenlampe einsacken. Und ich würde vorschlagen, wir machen nochmal kurz Halt an dem Bahnhof, wo man auftanken kann. Vielleicht können wir ja nochmal uns ein bisschen Sprit ergattern. Ich hatte natürlich überlegt, auch noch einen Bahnhof zurückzufahren, aber nein, das machen wir nicht. Wir fahren weiter. Und los geht's. Der Bahnhof dürfte auch gar nicht so weit weg sein. Ah, da vorne ist er schon. Sehr gut. Sehr gut. Genießen wir ein bisschen den Ausblick der wundervollen Landschaft. So, genug genossen. Da vorne kommt der Bahnhof. Nehmen wir vielleicht schon mal ein bisschen Geschwindigkeit raus. Oh, das ist aber gar nicht der Bahnhof, den ich meine, oder? Ah, doch, das ist er. Alles gut. Alles gut. Oh, hier ist schon wieder ganz schön was los, wie ich sehe. Das denkst du dir aber auch nur. Jetzt gucken wir mal, ob wir mit ein bisschen Schub noch ein Stück vorwärts kommen. Traut sich nicht, hä? Gleich richtig hin. Schauen wir mal. Oh ja, es ist Sprit da. Ja, dann werden wir Folgendes tun. Wir werden die Karre nochmal voll tanken. Dann haben wir nämlich ein bisschen uns Flexibilität eingekauft hier. Da ist einer am Rumramponieren. Gucken, brauche ich eigentlich den Schlüssel? Oh. Dass wir den vielleicht einsacken, in den Fall, dass wir den benötigen. Ja, guten Tag. Ganz schön neugierig. Wie ich finde. Ja. Selber schuld. Muss man schon sagen. Selber schuld. So. Ach, wir müssen noch ein Stück vorfahren.
Na, komm mit. Komm, 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 komm. Ja, du störst gerade ein bisschen. So. Kurz gucken, ob wir hier noch ein bisschen. So, hoffe ich, dürfte es passen. Ah ja, wunderbar. So. Müssen wir mal kurz eine Hand frei machen. So. So. Aktiviert ist es. Schauen wir nochmal schnell rein. Ich meine, wieso nicht, wenn wir schon mal hier sind? Ah. Praktisch. Sehr, sehr praktisch. Aha. Okay. Schauen wir hier mal schnell. So, gut, dass wir den Schlüssel haben. Das ist wirklich, ah, hervorragend. So. Das machen wir gleich mal an, weil wir wollen uns heute hier gar nicht so lange aufhalten. Das war so klar. Manchmal kann einen das Spiel doch überraschen. Man weiß es ja eigentlich, aber man ist dann doch immer wieder überrascht. Gut. So. Ja. Bisschen Zeug eingesackt. Sehr gut. Ja, entspann dich. So. Ja. Immer ganz locker bleiben hier. Sind doch ein bisschen unentspannt, die Jungs zum Teil. Was natürlich auch interessant wäre, natürlich diese Explosionsfässer einzusacken. Einfach mal ein bisschen mit rumzuschleifen, oder? So. Naja. Ja. Schon klar, von zwei Seiten. Ist aber nett, nett. Ja, immer der Zombiespur folgen. So ein bisschen was von Schnitzeljagd. Sehr schön, ja, wunderbar. Gut, so. Wir wollen uns ja, wie gesagt, hier gar nicht so lange aufhalten. Gucken wir nochmal ganz kurz oben. Okay, wir werden uns quasi hier tatsächlich rausschleichen. Nehmen wir das Zeug da mal schnell mit. Bisschen Muni können wir immer brauchen. So. Oh, Flasche Wasser sage ich nicht. Nein. Elektronikbauteile. Gut. Oh, wunderbar.
So, wir schmeißen nämlich jetzt quasi hier das Tankding an. Und dann gehen wir oben auf die Terrasse, warten kurz, bis sich die Freunde der Sonne da entsprechend versammelt haben. Springen in unseren Zug und verschwinden. Das ist so der Plan. Ja, wir sind ja nicht doof, ne? Bisschen das Spiel überlisten, aber es macht es uns möglich. So. Ach so, habe ich mich gerade selbst verarscht, hm? Wäre natürlich suboptimal. Oh Mensch. Ah, die haben natürlich mitgedacht. Schade. Na super. Gut. Oh nee. Echt jetzt. Ja, so früh gefreut. Oh, die hält aber auch viel aus. Ja, wie man's macht, nicht wahr? Ah, die schon wieder. Komm, lass mich, lass mich. Gut, jetzt haben wir uns natürlich ausgesperrt, auch prima. Okay. Wir haben keine Zeit, wir haben keine Zeit. Okay, das war wirklich knapp. Da ist noch so eine. Eieiei, hier ist ja was los, ey. Schauen wir doch mal, ob wir nicht in den Zug irgendwie zurückkommen, ohne dass wir uns jetzt hier lange prügeln müssen. Finde ich eigentlich ganz gut. Guten Tag. Okay, hier ist wirklich ganz schön was los. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Zu früh gefreut. Zu früh gefreut. Nein, 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 nein. Ja, spitze. Ich würde sagen, bis gleich. Fallen. Guten Morgen in-game. Wir haben 4:16 Uhr. Ja, ich habe es euch erspart, nach dem Tode am Bahnhof, an der Tankstelle, das Ganze nochmal miterleben zu müssen. Wir haben es aber geschafft. Wir haben den Zug tatsächlich vollgetankt. Und ich wollte nämlich ganz gern zu dieser einen Weiche, die vor der Containerstadt kommt. Also nicht direkt davor, sondern auf dem Weg dahin
Kommt nämlich auch noch mal eine Weiche und die würde ich gerne mal umstellen, sofern das möglich ist, um zu schauen, wo es da hingeht. Zaubern wir uns aber schnell mal was zu trinken rein. Gibt's am Morgen. Vertreiben Kummer und Sorgen. Sehr gut, so. Die Flasche Wasser machen wir noch aus. So. Mal noch eine Handgranate und einen Schlüssel. Den Schlüssel brauchen wir gerade nicht. Umgeräumt habe ich noch nicht. Mache ich aber die Tage. So, schmeißen wir das alles nochmal rein. Ach, wir haben hier schon wieder so ein Ding. Also, was man mit den Dingern machen soll, das weiß ich auch noch nicht. Oh, was ist Schlüssel für den Schaltraum? Hi, Bob. Ah ja. Okay. Die Notiz haben wir gefühlt schon 100 Mal bekommen. Habe ich die gleiche, oder? Ah, ja, sieht so aus. Egal. Gut, so. Ach, die Handgranate noch. So. Und die Munition noch. So, jetzt. Gucken wir mal auf die Uhr. Es ist 5:04 Uhr. Es dürfte demnach gleich hell werden, damit wir auch was sehen. Und dann hoffe ich natürlich, die Eiche müsste irgendwo da vorne kommen. Können ja mal langsam weiterfahren. Bisschen Schub rausnehmen vielleicht. So. Ja, gut, dass der Zug als solches kein Licht hat. Hört man gerade auf. Doch da, aber. Gibt es dafür auch einen Schalter? So. Ach ja, genau. Das ist, glaube ich, die Tankstelle. Wir könnten bei der Tankstelle natürlich auch nochmal kurz Halt machen, uns reinschleichen. Das ein oder andere zu futtern holen. Brauchen wir eigentlich nicht. Meine wird jetzt auch schon wieder hell. Dessen versorgen wir uns hier mal. Heilung. Nehmen wir mal noch zwei mit, oder? So. Daisy Hammer, Muni Hammer. So. Ja, da steht auf jeden Fall einer beim Rucksack, das sieht man. Aber wir schleichen uns einfach rein, wenn das geht. Probieren wir doch mal unser Glück. Ah ja. Ist auch einer von den Kräftigen dabei. Sehr schön. So. Schauen wir nochmal schnell da rein. Ah ja, nehmen wir mit. Gekauft. So. Schnell den Shop ausräumen, das geht ja immer relativ zügig. Und nicht, dass wir jetzt da rumfahren und wieder in die Verlegenheit kommen, dass uns was zu essen fehlt. Der uns entdeckt, der Freund. Nicht. Ah ja.
Guten Tag. Ich kaufe nur ein bisschen ein. Alle Dude. Ja. So. Oh, Mensch, Irmi. Da habe ich es nicht so wahrgenommen, aber der Shop, der gibt ja richtig was her. Hey. Cool. Cool, cool. So, nehmen wir natürlich alles mit. Schmerzmittel hier. Zack. Zack. Nicht, dass wir irgendwas übersehen. Ah ja. Nochmal einen Helm. Den nehmen wir natürlich auch nochmal mit. Waffeln finde ich gut. Ja, hier. Nix. Ah ja. Oh, eine Schallplatte. Ah ja, sehr gut. Dann wissen wir ja, was wir so als Unterhaltung demnächst haben. Ein bisschen Musik, schauen wir mal. Jetzt noch eine Flasche. Wäre auch noch mit. Ist natürlich nichts drin. In der Kommode nichts. Okay. Den lassen wir einfach. Man soll ja keine schlafenden Hunde wecken. So, haben wir uns doch super reingeschlichen. Bisschen Zeug gemopst und ab dafür. Spitze. Spitze, Spitze. Ein richtig schöner Tag heute. Kommen die denn hier? Okay. Gut. So ohne Action dann doch nicht. So, jetzt können wir hier abrauschen. Und los geht's. Tschaußen. Ja, schöne Schallplatte. Prima. So, klopfen wir. Nee, wir gucken mal, wo die Weiche ist. Nicht, dass wir an der vorbeifahren. Vorne, glaube ich. Ja, noch früh am Tag. Können wir noch eine ganze Menge reißen heute. Vielleicht mal ein bisschen Schub geben hier, sonst eiern wir sie ja so rum. Ja, viel los ist hier nicht, ne? Würde ich behaupten. Tiere wären eigentlich noch ganz schön. Bin immer gespannt, was sich der Entwickler da noch einfallen lässt. Wie gesagt, bin ja ein sehr großer Fan von dem Spiel. Ich finde das einfach unheimlich niedlich. Manchmal auch ein bisschen frustig, aber gut, das gehört auch dazu, denke ich. Wo bleibt denn die Weiche, verdammt nochmal? Ja, wunderbar. Ich glaube, da vorne kommt die Weiche. Jetzt muss ich das Ding hier mal kurz anhalten. Ah, stopp, 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 stopp. Einmal so reinhauen hier. Gucken wir doch mal. Haben wir es rechtzeitig geschafft? Ja. So, wunderbar. Da vorne ist die Weiche. Wir gucken noch mal ganz schnell in das Häuschen. Nein.
Wir sind immer links rum in das Containerdorf und ich glaube, ich würde gern mal rechts rumfahren. Das Containerdorf haben wir ja zwar noch nicht fertig, aber es haben wir jetzt auch schon ein bisschen was gesehen. Und ja, die Abwechslung macht's und scheinbar fährt man ja sowieso ein bisschen hin und her. Das heißt, ich würde natürlich hier gerne. Ja. Gut. Wir müssen ins Containerdorf, um den Weichenschlüssel zu holen. Das heißt, wir waren doch nicht so ganz auf dem falschen Film. Das heißt, ja, wir kommen um Grace, die uns hier den Weichenschlüssel gemopst hat, nicht umher, sie zu finden im Containerdorf. Gut, dann würde ich sagen, werden wir uns den Weichenschlüssel in der nächsten Folge zurückholen. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei und ja, hinterlasst mir doch gerne ein Like oder wenn ihr mehr sehen mögt, auch gerne ein Abo. Dankeschön. Ciao.